Moin Leute, willkommen zu einem neuen Tag voller DSB-Action. Heute an dem Freitag, 20 Uhr, gibt es Division 5 CSC-Squids gegen Hackathrash. Ich bin Ente und mit mir zusammen kommentiert der liebe John Ruh. Moin Moin. Einen wunderschönen guten Abend an alle da draußen, an euren Endgeräten, mobilen Endgeräten oder sonst was. Und ja, herzlich willkommen zu diesem schönen 20 Uhr Abendprogramm. Nach etwas Verspätung geht's dann auch endlich los. Erste Runde Turmkommando Sterwerft. Ich bin schon gespannt, welche Comms wir hier sehen werden. Und ein Elita. Eine Elita! Ich bin glücklich. Ich bin auch glücklich. Die Heavy im Gegnerteam ist wahrscheinlich nicht so glücklich durch die Range, aber mal sehen, wie sie es verkraftet. Ja, dann schauen wir doch mal, was hier vom Opening, wer ein gutes Opening hinlegen kann. Natürlich, die Elite wird natürlich erstmal standardgemäß traditionell auf den Snipe oben gehen. Und da werden schon zwei Leute von CSD-Squids rausgenommen. Überzahlsituation für Hackathrash und der erste Push, die Slashin von CSD-Squids, ist jetzt auch rausgesprungen. Deswegen denke ich, dass der Checkpoint so einfach durchgeht. Oh, schon welche Picks 3 zu 3 Situation, aber Checkpoint trotzdem durch. Hier noch der Wavebreaker von Hackathrash. Da kommt die Kuya, kommt auch noch durch. Und die Kuya hat gerade die Granate zerstört. Nochmal Glück gehabt. Und da ist der Twice-Lasher Lars von Hackathrash und sie müssen sich erstmal ein Stück weit zurückziehen. Die Möglichkeit für CSD-Squid, sich von dem ersten Push auf 45 von den Gegnern zu erholen. Ja, und der ist natürlich enorm. Nach einer Minute 45 ein Checkpoint schon mit. Das ist natürlich schon mal hier ein Statement zu Beginn. Ja, das ist eine Ansage. Hackathrash sagt, sie wollen das Set hier gewinnen und CSD-Squids muss gucken, wie sie das verhindern können. Aber Hackathrash lässt sich das nicht nehmen, sie pushen weiter. Das sind ja auch jetzt gerade noch eine Überzahl gewesen. Und schauen wir mal, ob hier der Tryhand für ein bisschen Unruhe sorgen kann. Oh, sie ist jetzt 3v1. Bekommt hier den Doppelkill, wird jetzt aber gesniped, aber hat schon mal zwei Picks genommen. Die Elita Lars, und das ist natürlich jetzt eine sehr gute Push-Gelegenheit hier für Hackathrash. Sind wir jetzt am letzten Checkpoint. Die Elita fällt jetzt auch noch, der Checkpoint ist jetzt auch down und CSD-Squids darf nicht reinfeeden und muss gucken, dass sie Hackathrash stoppen können. Aber das wird nichts, das ist Game 1. Und das ist ein sehr, sehr turbulenter Start hier. Hackathrash mit einem sehr, sehr dominanten ersten Spiel. Geht ja verdient 1-0 in Führung. Boah, ich würde sagen, Sturgeon Shipyard, wie man sie kennt, wenn man die Gegner erstmal im Spawn stehen hat, dann kommt man nur noch sehr schwer an den Tower dran. Außer man hat jetzt ein paar Specials ready. Aber das kann man in der Kürze der Zeit dann nicht mehr so gut bewerkstelligen. Aber das war Game 1. Schauen wir jetzt gleich in Game 2 rein. Operation Goldfisch auf der Pinakuitik. Wo ich doch sehr hoffe, dass die Scoped Elita bleiben wird, da sie dort sehr viele Range-Vorteile genießt. Eine sehr offene Map. Das wird bestimmt ein Fest für die Elita. Ja, die Elita kann generell bleiben. Die braucht von mir aus auch gar nicht weiter andere Waffe picken. Die kann straight bleiben jetzt. Die instant einloggen. Ja, gar nicht lange darum reden. Ja, aber mal sehen, wie CSD-Squids jetzt auf das dominante Game 1 reagiert. Und ob sie eventuell Com-Switches machen werden. Oder es sein lassen, keine Ahnung. Oh, ich bin gespannt. Hackathrash ist sich sehr, sehr schnell einig, was sie in der Com spielen. Haben schon alle Spiele eingeloggt. CSD-Squids überlegen noch. Ich denke, ansonsten zur Map kann man nicht mehr viel sagen. Wir haben jetzt die Woche schon sehr, sehr oft gesehen. Von daher, alle werden wissen, wo die Stärken und Schwächen sind bei der Map. Und deswegen gehen wir auch ohne Umschweifen gleich hinein in Runde Nummer 2 des heutigen Abends. Operation Goldfisch auf der Pinakuitik. Hackathrash führt 1-0 gegen die CSD-Squids. Und die Elita bleibt tatsächlich. Ja, die Comms bleiben, wenn ich mich richtig entsinne. Und die Tetras von CSD-Squids geht direkt mal auf den Flank. Mal sehen, was der Flank bringt. Er wurde auf jeden Fall gesehen von der Heavy. Schöner Pick hier. Die ersten Picks sind jetzt schon gefallen. Ich glaube, bislang traut sich hier noch keiner. War die Heavy ist da ein bisschen in der Mitte. Traut sich aber nicht ganz in der Maker zu picken. Die warten eher noch mal ein bisschen.
Da kommt der Wraithbreaker. Schöne Physik von der Maschine, die leider jetzt ausgenommen wird von dem Wraithbreaker tatsächlich. Hagfish versucht er jetzt Push aufzubauen. Oh, die Granate komplett fertig. Bombe. Aber hat die Remaker trotzdem noch überlebt? Und das könnte jetzt den ersten Checkpoint geben. Das würde auch. Jetzt hat er natürlich 3:2 Situation. Hagfish kann den poppen und auch direkt weiter pushen. Ja, sie haben die Remaker Kanone gleich gepickt und wollen weiter vor. Sind jetzt unter 50. Und sie scoren bis 29 durch. Nicht so schön für CSD Squids. Aber sie befreien sich hier doch schon sehr gut, wollte ich gerade sagen. Aber dies hier auf Seiten von CSD Squid, aber es gibt kein Replay, da die Gegner schon unter 50 gepusht haben. Sehr schade für CSD Squid. Und das wird jetzt noch schwerer, das wieder aufzuholen oder zu defenden, wenigstens. Ja, aber was macht da die Tetras? Die nimmt den Rainmaker und geht weiter rein. Die gehen natürlich auch, das Lascha kann hier aber den wichtigsten holen, aber trotzdem ist es schon mal sneaky durchgegangen. So was sieht man doch gerne. Oh ja, diese Solo-Aktionen in Rainmaker, die sind doch schon was Feines fürs Auge. Aber wie gesagt, jetzt in einer durchgehenden 3 gegen 4 Situation ist es natürlich schwer, hier noch großartig runter zu pushen. Mega, ja, der Sheik kann ja nochmal den Pick holen. 25 haben sie jetzt. Also ihre besten Marke. Und ich denke, sie werden weiter pushen. Sie sind in einer 4 gegen 2 Situation. Der Rainmaker doch da mal rein in die Mitte, damit er erstmal weg ist von der Plat von CSD Squids. Aber Hagelfresh macht hier weiterhin Druck. Ja, und das müssen sie auch, denn es kann alles passieren und sie können eventuell auch noch trotz Überzahl das Spiel auch noch verlieren. Möglich ist alles. Die Hälfte der Zeit ist noch da. Auch wenn hier gerade Hagelfresh ganz klar, sag ich mal, alle Hebel in der Hand hat. Ja, also sie sind sehr dominant. Der Flank, der Tetras wurde gesehen und eliminiert. Nur noch die Lita am Leben von CSD Squids, die ja den Scheißlöscher rausnehmen kann. Aber die Rainmaker scott weiter. Sie scott weiter auf 5 Punkte und kann ja auch noch den KO holen. Und das ist das zweite Game für Hagelfresh. 2:0 steht es jetzt aktuell. Ja, es ist natürlich unlucky. Wenn man natürlich den jetzt sieht und gerade. Sie haben sehr, sehr relativ schnell da den Push hingelegt und gerade da, auch wenn noch so viel Zeit übrig war, wer weiß, vielleicht, wenn es beim 4-4 gewesen wäre, vielleicht hätten sie es ja noch drehen können, das Game. Aber schade ist es auf jeden Fall. Aber es ist dennoch noch nichts verloren. In Anführungsstrichen steht erst 2:0. CSC hat insgesamt noch alle Möglichkeiten, das hier noch aufzuholen. Das ist korrekt. Ich habe schon viele Reverse-Reapers gesehen in der Zeiten der DSB und auch Teams, die sich von einem 0-4 zu einem 5-4 erholen konnten. Also der Abend kann noch sehr lang werden. Und Regie, der eine Spieler ist noch nicht wieder da. Ja. Es ist das voreilige Starten, das ist das passiert dem Besten, das haben wir alle schon mal gehabt. Einfach schnell auch in Scrims oder so einfach schnell weitergedrückt dabei spielen und Spieler, das ist. Ja, mehr als natürlich. Dank Splatoon 3 kann man in der Spielerauswahl nochmal zurückgehen und muss die Lobby deswegen nicht resetten. Und der vierte Spieler von CSD Squids ist jetzt wieder da, beziehungsweise ist es, glaube ich, sogar ein neuer da, wenn ich mich nicht richtig entsinne. Und ja, Muschelchaos Permut Akademie ist die nächste Map. Wie ja, siehst du? Entschuldigung, ich muss kurz an der Stelle kleiner Hinweis hier an den Chat, da hier gerade ein paar Sachen drin stehen. Jetzt mündliche Verwarnung an alle, seid bitte lieb und nett, hier soll keiner, entweder im Chat oder der beiden Teams hier bitte blöd angemacht oder gehatet werden. Das wollen wir hier nicht. Jetzt nochmal alle gesagt mündlich, danach sehen wir uns gezwungen, da andere Schritte einzuleiten. Ja, kann ich nur unterstützen die Aussage, jeder soll freundlich behandelt werden und sonst drohen Konsequenzen. Gut, aber ja, Permut Akademie, Muschelchaos.
Ja, kennt man aus Splatoon 2, die Map-Mode kommt. Und das denke ich, geht auch klar. Ja, nur es ist wieder sehr Spawn-Trap anfällig, was zugunsten von beiden Teams enden könnte, wenn sie die richtige Pressure aufbauen. Und wir sehen bei Hagelsplash keine Comp-Änderung, aber wir sehen jetzt eine Neo-Splash auf Seiten von CSD Squids. Mal sehen, was die Teams für ein Opening einschlagen werden. Vielleicht das Duell der Duelies, Tetras gegen VDS. Schauen wir mal, wer hier was. Oh, die rollen ins Wasser. Oh no! Und das sind zwei Down auf Seiten von Hagelsplash. Die Möglichkeit für CSD Squids hier ein bisschen weiter nach vorne zu kommen, sagte ich, und ist es nur noch ein Lisa am Leben. 1-2 Situation. Es aber wird beide Teams, sehr viel gemordet. Beide aktuell. Teams haben aber nicht viele Clamps, das heißt jetzt im Wipeout würde nicht so viel bringen, weil einfach ja, der Push fehlt, der Aufbau von den Clamps her. Ja. Darf man hier nicht außer Acht lassen. Abkick schön und gut, aber man muss natürlich dafür auch die Clamps in der Hinterhand haben, um dann das auch dementsprechend nutzen zu können. Ja, und man braucht entsprechend auch die Map Control, um sich die Clamps auf der Map auch anzeigen zu können. Das macht es dann entsprechend einfacher, dann zu pushen. Und die Map Control sieht eher auf der Seite von Hagelfresh gerade aus, die jetzt auch in der Überzahl sind, 3-2 Situation gerade. Aber beide Teams scheren sich nicht so viel um die Clamps. Also, das kann doch sehr interessant werden hier. Oh, hier wieder Duell der Duelies, vielleicht hoffentlich ohne, dass jemand mehr was fällt. Ja, ziehen sich ein bisschen zurück, die VDS. Ja, aber sie gehen wieder rein in den Fight. Mal gucken, der Duelies. Die Tetras kommt den Kick und das ist die Hydra, die Last ist von Hagelsplash. Und die Möglichkeit, jetzt für CSD Squids ein bisschen weiter reinzukommen. Aber sie brauchen eine Big Clamp, um hier den Buffer zu eröffnen. Ah, schade. Da wurde die Tetras leider rausgepickt und damit die Push-Möglichkeit abgewendet. Ja, 2 Minuten rum, noch kein Push passiert. Es hat überhaupt jemand schon einer Dienste Big Clam gehabt? Ich glaube, bis dann selbst noch gar nicht. Nein, also ich kann mich an keine Big Clam erinnern. Zipcaster jetzt genutzt vom Stamper. Der versucht, ein bisschen Schaden anzurichten, schafft er es allerdings leider nicht. Oh ja, aber wird nicht gekillt, also... Dafür geht er jetzt auch wieder aggressiv vorne rein. Und das sind wieder eine Zweierüberzahl, jetzt sogar eine Dreierüberzahl für Hagelfresh. Und die müssen die Big Clam bilden. Die erste Big Clam ist... Wenn die Suction... Oh, er kommt raus. Jetzt die Frage, kann hier Hemrush noch mal Clams reinwerfen? Jetzt ziehen sich hier doch eher zurück, das heißt der Push hier war es erstmal. Und ja, nach knapp 200 Minuten bleiben wir erstmal 68 stehen. Ist noch nicht durch das Ding, also kann man noch sehr leicht aufholen, gerade in Anbetracht der Zeit, die noch übrig ist. Nur, CSD Squids musste ich erstmal eine Clan bilden, um hier irgendwas machen zu können. Schöner Pick hier auf die VDS. Und die Tetras geht jetzt aggressiv rein, wird leider von der Heavy gepickt. Clamps, die auf der Seite von Hagelfresh. Da könnte sich vielleicht wieder eine Big Clam trennen. Zwei haben 7 Clamps. Da ist die Big Clam. Jetzt schauen wir mal, was die draus machen. Da links wieder das Duell der Duli. Der kann sich jetzt hier das Duell sichern. Das sind wieder die Tetras. Ja, die Tetras sterben jetzt aber leider. Und nur noch der Splash am Leben von CSD Squids. Und damit kann Hagelfresh jetzt wieder pushen. Und dieser Push wird wehtun, weil er ist jetzt schon unter 35 und der Push geht weiter. Unter 30 sind wir jetzt schon. Und Hagelfresh sucht sich neue Clamps zusammen, holt die Picks, die sie brauchen. Die wirft da auch weiter Clamps und Hagelfresh kann aber das scoren. Sie sind unter 20. Ich kann auch noch welche scoren. Das sind 10. Sie brauchen noch. Sonst würde ich einen KO Rivali, kann ja noch Clamps scoren und der KO das Ding. Was war denn da gerade bei den CSCs? Die Defense? Die Defense, ja, war etwas schwierig. Ein bisschen zu alleine reingegangen, würde ich sagen. Aber hier verdienter Punkt für Hagelfresh, die hier sich aggressiv dann zum Ende des Spiels noch zu einem KO
durchsetzen konnten. Somit steht es 3-0. Und wir sehen jetzt den vierten Modus, und zwar Herrschaft, auf den Yumami-Ruinen. Eine in Splatoon 3 neue Map, sehr interessant mit den zwei kleinen Zones und den Snipes auf der jeweiligen rechten Seite. Und der sehr schnell flankable Top mit, wo man sich als Backliner nie sicher fühlen sollte, weil eben mal kurz wer vorbei sich sneaken kann und dann sagen kann, yo, du gehst erstmal zurück ins Spawn. Aber sonst, wenn man die mit Control hat, kann man die Gegner auch wieder schnell spawn-trappen. Boah. Ja, es ist aber auch eine Map, wo man dazu sagen muss, man kann auch, wenn man nicht aufpasst, auch unter Umständen ein bisschen gespawn-trappt werden. Wenn man ordentlich zurückgedrängt wird. Also, das gilt natürlich gerade in Zones zu vermeiden, denn je mehr Zeit das Gegnerteam hat, wo der Zähler runterläuft, umso gefährlicher, umso schlimmer wird es, da auch wieder reinzukommen. Oder auch so schwieriger, um es besser auszudrücken. Dementsprechend schauen wir mal, was uns hier erwartet. Herrschaft auf die Umami-Ruinen. TCS, brauchen wir jetzt den Anschlusspunkt. Oh, spielen sie jetzt Double Splash? Oh, und sie spielen ohne Backline. Die Backline wurde in die Ecke gelegt, dafür ein neuer Splash kommt rein. Mal sehen, ob die Comp-Änderung hier was reißen kann. Beide Teams jetzt erstmal in der Mitte, versuchen sich die Mitte an sich zu reißen. Erster Pick fällt, auf beiden Seiten jeweils einer down und die Mid-Control sieht eher auf Seiten von CSD-Squids aus. Kana lebt auch, kann sich hier noch traden. Ganz fällt kriegt er noch einen Pick mit, bevor sie mitgerissen wird. Okay, das ist von den Duli, ist jetzt hier die Zone. Höhe gefresht. Ja, und die Heavy listet sich erstmal schön auf Top mit ein. Aber zwei Daumen auf Seiten von Hagelfresh. Und da kommen die Specials von CSD Squids raus. Mal sehen, ob sie die zweite Zone auch noch bekommen. Sieht aber erstmal danach aus. Und sie haben die Führung jetzt erstmal gestoppt. Beziehungsweise erstmal den Push gestoppt von Hagelfresh. Und wir sehen hier Neutral Zones. Und einen weiteren Push von CSD Squids. Die hier versuchen, die Leads an sich zu reißen. Was allerdings nicht gerade einfach gemacht wird. Und auch hier der Leadwechsel. Und dann ist der Caster bereit. Und das wird Dana. Ja, jetzt im Besitz von zwei Specials. Der Wavebreaker wurde schon eingesetzt. Aber CSD Squids hält das hier sehr gut. Sie sind jetzt schon bei 50 angekommen. Verliert jetzt leider die Kontrolle über die Zonen und kriegt Penalty Points rein. Aber sie sind erstmal in dem Lead. Und die Heavy Slash von Hagelfresh. Sie wird in Bedrängnis gesetzt, muss sich hier zurückziehen, wird sogar noch sterben. Und das ist die erneute Zone für CSD Squids. Wir sehen einen Wechsel. Der Wechsel auf die Splash von der Lita hat was gebracht, wie man sieht. Und mal sehen, wie sich das Spiel weiterhin entwickelt. Wichtiger Pick hier von Mai. Ah, jetzt läuft der Zähler weiter. Penalty. Ja. Total kleines hin und her. Da kommt die Crabs sehr, sehr schön. Ich kann natürlich jetzt mal die Zone sehr schön entgegenhalten. Ja, und vor allen Dingen die Gegner ein bisschen weghalten. Crab hat ja schon Range. Und die Range spielt ja CSD Squids jetzt wegen dem fehlenden Backliner. Huya jetzt geused von der Machine, die auf die Zone geht. Aber Hagelfresh tut sich gerade etwas schwer, die Zone wieder zu beantworten. CSD Squids dominieren hier gerade. Oh, jetzt fallen ja die wichtigen Peaks für Hagelfresh. Ja, der zweite von CSD Squids jetzt auch down. Nur noch die Tetras am Leben. Die sich aber hier ein paar Leute noch mitholen kann. 2 gegen 2 Situation gerade. CSD Squids gerade am Reinkommen. Schöner Pick hier von der Tri-Stosche von Hagelfresh. Und jetzt ist die Penalty abgebaut für Hagelfresh und jetzt können sie natürlich hier die 50 Punkte angreifen. Wir müssen hier unter 50 kommen, um hier den Lead an sich zu reichen. Und Terra sind hier sehr aktiv vorne, dass der Vakan hier den wichtigen Pick holt.
Und das würde jetzt höchstwahrscheinlich den Leadwechsel geben. Oh, nevermind, doch, jetzt läuft jetzt wieder weiter. Die Trap wird gecancelt und das sichert erstmal den Leadwechsel von Hagelfresh. Nur noch die Splash am Leben von CSD Squids. Und jetzt wird es sehr schwer, wieder reinzukommen. Ja, jetzt muss hier mit CSD Squids müssen jetzt hier Ruhe bewahren und hier mit Fico jetzt schon reingehen, weil ansonsten ist das hier gleich auch wieder zu Ende. Aber Zähler zumindest schon mal angehalten. Oh, die Crap sehr schön painted da hinten die Zone. Ja, und kann sogar noch die Dulis ein bisschen anhitten. Leider wird das nicht gefinished, aber die Zone ist erstmal neutral. Nur sie müssen die Zone auch wirklich für sich beanspruchen, um den Zähler erstmal wieder Penalty Points zu geben. Und das sieht aktuell nicht so gut aus. Die Buja wird noch gecancelt, konnte aber noch geworfen werden. Nur noch der Tri-Social am Leben. Und das ist erstmal Penalty Points für Hagelfresh. Wir haben noch gut 30 Sekunden auf der Uhr. Die CSDs wird noch bleiben, um eventuell hier noch einen Punkt rauszuholen. Die müssen hier aber auch beide Zonen painten, ja, genau, damit der Zähler weiterläuft. Schöner Pick hier mit der Bombe. Aber die Slushin ist last. Das ist nicht gut für CSD Squids. Die hier weiterhin aggressiv bleiben müssen, um die Zone wieder zu bekommen. 8 Sekunden auf der Uhr. Die Zonen sind neutral. Aber die Buja kam da etwas zu spät. Und das ist der vierte Punkt jetzt für Hagelfresh. Sie haben jetzt Matchpoint-Situation in den nächsten potenziellen, also in den nächsten Games sicherlich. Und wenn CSD Squids noch ein paar Punkte holt, kann es bis zu 5 Matchpoint-Situationen geben. Und ja, CSD Squids muss jetzt hier jedes Game gewinnen, um noch als Sieger aus diesem Set hervorzugehen. Das ist natürlich ein immenser Druck, der auf dem Mindset liegt. Ja. Und den Druck muss natürlich erstmal standhalten. Also, wie gesagt, Mentalität spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Und ja, ich denke, jeder kann gut nachvollziehen, wie sich gerade die CSD-Squids fühlen, wenn man mal so sehr hinten dran hängt. Aber möglich ist alles. Wie oft haben wir schon gesehen, nach einem 4-0, dass da einfach der Gegner das Feld von hinten aufhört. Und dessen sollte sich auch Hagelfresh bewusst sein, dass das hier da gut ausschaut, aber noch nicht sicher durch ist. Sie brauchen erst noch diesen einen Punkt, um hier das Set zu gewinnen. Ja, und den können sie jetzt auf Turmkommando Streifen als Straße holen. Eine sehr enge Map, was die Breite angeht, aber dafür umso länger. Gute Sache für Backliner, um sich hier ein bisschen Control zu verschaffen. Aber mal sehen, was wir hier noch so sehen werden an Waffenkombinationen. Die Editor kommt zurück und ein Wiper auf Seiten von CSD Squids und die Comp von Hagelfresh bleibt auch bestehen. Ja, bleiben bestehen. Schauen wir mal. Drei Splatana-Varianten da. Schauen wir mal, welcher Splatana sicher am meisten durchsetzen kann. Der geht schon mal sehr aktiv rein, kriegt ja auch noch einen Pick mit, aber wird gepunished. 2 gegen 2 Situation jetzt. Die Leta last auf Seiten von CSD Squids. Und das ist der erste Push für Hagelfresh, die sich erstmal. Okay. Interessant. Die sich jetzt erstmal den ersten Checkpoint holen können. Und zum zweiten Vorfahren. Die Maschine holt sich hier aber den Stamper raus. Und die Tri-Strikes verhindern erstmal Schlimmeres. Drängen hier Hagelfresh zurück und zwingen sie dort nicht weiter zu pushen. Das kann jetzt zur Control für CSD Squids beihelfen. Jetzt auch noch die Bier gegrüßt von der Stephine, die Heavy noch ein bisschen weiter nach hinten drängt. Und das ist der Tower für die CSD Squids. Ja, und die werden ja auch alle Voraussicht nach den ersten Checkpoint hier auch passieren. Mai steht das sehr, sehr schön am Turm mit ihrer Elite. Oh! Der Pick auf die Vali. Picks! Aber die Edita ist leider down und das heißt, der Tower ist aktuell nicht besetzt, weshalb er sich jetzt wieder neutralisiert in die Mitte. Aber CSD Squids kann hier den Druck aufrechterhalten. Der Tower kommt wieder in Richtung Hagelfresh, jetzt mit der Splash drauf. Und sie können sich eventuell, sie haben sich die Lead geholt, der Checkpoint sieht auch gut durchbrochen aus, ist jetzt auch durch.
Das sieht sehr gut aus. Da sehr, sehr schön eng Strike. Und jetzt sind sie auch schon am dritten Checkpoint, am letzten. Wenn sie den bekommen, geht sie Richtung Gold. Sind ja auch in der Überzahl am Turm. Der Wraithbreaker vielleicht ein bisschen neben sich platziert, aber ja, kann hier die Spartaner marken. Und vielleicht sogar auch die Elite. Und wir sind hier schon auf der Marke 10. Das Blatt wendet sich so langsam. So wie wir es gerade angesprochen haben, ist es noch nicht safe, wenn man 4-0 steht. Und CSD-Squids machen hier weiterhin Druck. Möchten noch weiter pushen. Aber ziehen sich hier praktisch ein bisschen in die Mitte zurück. Denn sie haben einen guten Lead, den man auch verteidigen kann. Den Rest geht Regelfest braucht noch beide Checkpoints, um hier an den Lead ranzukommen. Und das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr gute Möglichkeit für CSD hier ranzukommen. Und das müssen sie jetzt nutzen, diese Motivation, dieses Positive müssen sie jetzt nutzen, um hier wirklich den Anschlusspunkt zu machen. Ja, nur die Elita ist lassen, wird von den Zipcaster geforst, springt raus, gute Entscheidung, denn Sterben ist aktuell nicht drin, wenn man defenden muss. Der Wiper geht wieder down auf Seiten von CSD Squids und Hagelfresh lässt hier den Tower mal wieder etwas unbesichtet. Aber sie fahren jetzt auch zum zweiten Checkpoint hin. Die Splash wird auch noch gedownt von CSD Squids. Das ist der zweite Checkpoint, auch für Hagelfresh. Und jetzt müssen CSD Squids ruhig bleiben. Sie dürfen nicht paniken. Was hier allerdings scheinbar der Fall ist. Die Elita ist wieder last. Kann sich hier leider nicht die Heavy vom Tower snacken. Und das sieht nach einem Leadwechsel aus. Nein, oh, bleibt bei 10 stehen. Das ist was ganz, ganz Enges. Jetzt müssen sie den zwölften Turm. Das ist der Leadwechsel. Und das ist der Leadwechsel für Hagelfresh. Und die Elita ist last. Der Splatana-Damper gegen die Elita kann sich traden. Und das ist der Full Wipe und der Jump von der Tri-Slasher. Und das ist das 5:0 für Hagelfresh. Aber sehr, sehr starkes Spiel nochmal von CSD Squids. Also sind nochmal sehr, 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 sehr stark hier zurückgekommen. Aber Hagelfresh hat hier schlussendlich die Nerven und konnte hier dann doch noch mit einem weiteren KO hier das 5-0 klar machen. Ja, aber man hat auch gesehen, CSD Squids ist auch so langsam ins Spiel reingekommen. Ihr Push auf 10 war auch sehr gut. Also GGs an beide Teams. Und die Frage ist, haben wir noch ein Interview? Ja, ich meine, die Teams konnten jetzt im Vorfeld nicht reagieren, da es jetzt etwas sporadisch war. Jetzt die Frage auch an die Regie im Hintergrund. Kam wieder was? Oder gibt es eine Rückmeldung, von der wir nichts wissen? Vielleicht haben wir ja eins. Schauen wir mal. Wäre natürlich schön, jetzt gerade bei sowas nochmal die Stimmen nach dem Spiel zu hören. Ja, aber vor allen Dingen bei so einem Push. Wir haben das Interview. Schön. Sehr schön. Hagelfresh wird sich nochmal zu äußern. Sehr schön. Das heißt, er soll es Fragen geben, einfach schon mal hier in den Chat stellen, dann können wir die ebenfalls noch mit vortragen. Ja, und da haben wir schon zwei Member von Hagelfresh hier bei uns im VC. Herzlich willkommen erstmal GGs zum 5:0. Am Ende wurde es ja nochmal richtig spannend. Ja, das ist auf jeden Fall. daher die erste Frage: Wie fühlt ihr euch nach dem Sieg? Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Und vor allen Dingen, was war nach diesem Game 5 bei euch im VC los? Rumgeschrei ein bisschen. Stress, viel Rumgerede. Alles irgendwie. Ich habe erst nicht mal verstanden, dass wir ein 5:0 gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Also sehr viel Freude auf jeden Fall. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen der Push im fünften Game am Ende, der war richtig stark, also wirklich gut gemacht. Wie ein Löwe gepusht, wirklich wie ein Löwe. Ja, sehr, sehr gutes Beispiel. Aber so generell über das Game gesprochen, ihr habt natürlich sehr, sehr, sehr oft dominiert. Ihr habt natürlich gezeigt, dass ihr da das dominantere Team war. Wart ihr trotzdem da irgendwie angespannt oder habt ihr dann so nach ein, zwei Games gemerkt, okay, das können wir eigentlich sehr gut machen? Ja, das erste Match war noch ein bisschen ungewiss, weil man kennt den Gegner natürlich nicht, deswegen möchte man sich jetzt auch nicht überschätzen oder sowas. Aber so nach dem ersten Match hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass es so, ja, okay, das wird jetzt nicht so das Schlimmste werden oder sowas.
Dann kam ja der DC und danach hat man auf jeden Fall gemerkt, dass der neue Spieler ein bisschen stärker auf jeden Fall war. Deswegen gab es kurz ein bisschen die Befürchtung, dass wir vielleicht doch mal verlieren könnten oder so, ist aber allgemein sehr siegessicher. Ja, das hört sich ja schon sehr gut an. Ja, komm, Ende. Ich weiß, du möchtest hier jetzt die Most Wanted Question stellen. Die Most Wanted Question, die Ja. eigentlich schon letzte Woche beantwortet wurde. Wurde sie Aber schon? Oh Gott. ja, aber Unangenehm. Unangenehm. für alle neuen Zuschauer, die das letzte Match nicht gesehen haben, woher kommt euer Teamname, beziehungsweise welche Bedeutung hat dieser? Ja, also es kommt von der Map Hagglefish, auf der wir beim ersten Scrim gegen Akuma quasi einen sehr guten Push hingelegt haben. Das ist danach so ein bisschen zum Insider bei uns geworden. Deswegen seitdem hat das eine sehr große Bedeutung, einfach die Stage für uns gehabt, einfach als Team. Deswegen, ja, und Fresh wird ja allgemein sehr viel benutzt in Splash Wound und so weiter, deswegen. Ja, jetzt wo du die Geschichte erzählst, erdämmert es mir auch. Ja, ich habe es auch schon mal gehört. Ja, Ja. unangenehm. Ich kann es nur so betonen. Unangenehm. Kann man jetzt jedes Mal erklären. Ja, so sieht's aus bei unserem Fragenkatalog. Ja, nächste Frage ist, wie stehen eure Chancen? Was denkt ihr, wie die weitere Season für euch verlaufen wird? Ja, also wir sind jetzt nicht 100% siegessicher, also zumindest werden wir wahrscheinlich noch ein paar Fights gewinnen, auf jeden Fall. Also das hat uns jetzt so ein bisschen gezeigt, auf jeden Fall, dass wir jetzt nicht so scheiße sind, zumindest. Also ja. Ich meine, in eurer Tabelle seid ihr ja, ihr habt jetzt zwei Wins, glaube ich. Ihr habt das erste Spiel, glaube ich, auch gewonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, das Ja. erste Game war ja Genau. gegen Team Akuma, ein 5:2, was wir ja auch on Stream hatten letzte Woche. Ja, das heißt, ihr steht in der Tabelle jetzt auch recht gut da. Also, ich meine, eure Chancen, ne, hier auf dem Jo. Podiumsplatz, hier auf Saipin, die sind auf jeden Fall da. Jo. Selbst wenn wir jetzt alles verlieren sollten. Ey, davon gehen wir natürlich nicht aus. Also, Davon gehen wir natürlich nicht aus. Normal, man gibt wenn wir natürlich das nicht immer sein verlieren. Bestes. Nein, wir sind auf jeden Fall gespannt. Generell auch in der Division 5, wie ihr euch das schlagt oder die anderen Teams. Ja. Und ich denke, das eine oder andere Spiel werden wir ja auch noch live sehen. Hoffentlich. Das hoffen wir doch mal. So, aber ich glaube, im Chat gibt es irgendwelche relevanten Fragen. Ich habe jetzt noch keine gesehen, wenn mal Ich so konnte auch noch drüber keine geschaut. erspähen. Habt ihr denn noch eine Frage, die ihr dem Team Hagelfresh beziehungsweise den zwei Membern aus dem Team Hagelfresh hier stellen wollt? Einmalige Gelegenheit, ja. Danach kostet es Geld. Das ist ganz Gell? klar. Ja, danach heißt pro Frage ein Sub. Ja, also, das ist ganz klar. Jetzt kommen wir so Fragen wie Lieblingsanime. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Mann. Ich hätte vielleicht dazu sagen sollen, sinnige Fragen. Sinnige Fragen, das stimmt, ja. Vielleicht doch zu Splatoon. Ja, Jonas, ich würde dir mal die Auswahl der Frage überlassen. Ja. Lieblingsfarbe Splatoon, komm, den nehmen wir. Lila, Die lila, lila. Lila. Oh, die Antwort kam sehr schnell. Lavendel. Sehr schön. Lavendel. Ja. Okay. Okay, und dann würde ich sagen, vielen Dank schon mal, dass ihr da wart und habt ihr noch abschließende Worte für den Stream? An jeden, der so den Stream geschaut hat, ich küsse euer Herz. Ich küsse alle euer Herz. Und nie traurig sein. Ja, haben uns sehr gefreut, hier dabei sein zu dürfen. Ja, und dann würde ich sagen, ist dieses Game für heute dann vorbei. Aber dranbleiben, denn um 21 Uhr haben wir noch ein weiteres Match. Und zwar streamen wir noch Division 8 Trolleloll gegen Blooper Lagune. Deswegen, wir beenden zwar den Stream, aber es geht dann gleich weiter. Ja, Und ich würde dranbleiben lohnt sich. sagen, mal Dankeschön fürs Zusehen. Und man hört sich später nochmal. Jo, also dann tschüss.